Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Schwert. Wir fahren jetzt mal mit dem Aufzug hier. Lurak. Puh, ohne dich würde ich den Weg zum Stadion nie finden, Lurak. Mein Orientierungssinn lässt echt zu wünschen übrig. Wie konnte ich nur diesen riesigen Lift übersehen? Oh, hallo Solinix. Wie ist erst du bereits ordentlich an deinen Fähigkeiten als Trainer gefeilt? Es war also die richtige Entscheidung, dir einen Empfehlungsbrief ausgestellt zu haben. Puh. Ich habe etwas, was du sicher gut gebrauchen kannst. Hier, gib das einem Pokémon zum Tragen. Stück Holzkohle. Item zum Tragen, ein Brennstoff, der Attacken von Typ Feuer verstärkt. Du bist fast da. Wenn du den Lift hier nimmst, kannst du das Engine-Stadion gar nicht verfehlen. Das weiß ich, deswegen bin ich hier. Du kannst natürlich auch noch etwas in Engine City umsehen, bevor du ins Stadion gehst. Pass bloß auf, dass du dich nicht verläufst wie ich. Bring dir gut ein, wo der Lift zum Stadion ist. Bin zwar super orientierungslos, aber das kriegt man schon hin. Mal ganz links durchlaufen. Dürfen wir nicht. Die Arena-Leiter sind bei der Eröffnungszeremonie für die Arena-Challenge auch mit von der Partie. Ah, das Engine-Stadion, der Schauplatz der Eröffnungszeremonie. Auf die Schaukämpfe freue ich mich auch schon sehr. Haben wir viel zum Gucken, aber ich möchte gern spielen ein bisschen. Da bist du ja. Das ist das Engine-Stadion. Hier wird die Eröffnungszeremonie abgehalten. Stell dir nur mal vor, die Eröffnungszeremonie. Schauen sich nicht nur unsere Mütter an, sondern unzählige Leute aus der ganzen Welt. Ich zittere schon total vor Nervosität. Aber was rede ich da? Das ist keine Nervosität, das ist pures Adrenalin. Ich bin so aufgeregt. Jetzt wird dran geklotzt, Soli. Die ganze Welt soll unseren Namen kennen. Na dann. Wir, die Liga-Angestellten, sorgen dafür, dass die diversen Kämpfe bei der Arena-Challenge alle reibungslos über die Bühne gehen. Alle Teilnehmer der Arena-Challenge sind herzlich eingeladen, die Nacht im Knospi-Inn zu verbringen. Das ist aber nett. Wartet einmal Loot für uns. Dreimal Feuerheiler. Frühdose Schutz. Hält für kurze Zeit schwache Pokémon von einem ab. Cool, cool. Den haben wir schon gehört. Nee. Tada! Du bist dir nicht zu schade, auch ein Pokéball wie mich anzusprechen. Dafür will ich dir was Feines geben. Ein Pokéball. Na danke. Übrigens, mal so unter uns. Ich bin im Wald gar kein Pokéball. Dann bist du baff, wa? Deine Idee, wer ich bin? Also gut, ich verrat's dir. Man nennt mich Balduin. Schön. Stadion ist riesig, wie viele Häuser da wohl reinpassen. Ich nehme immer nachts auf und bin dann müde. Vielleicht nicht so gut. Das Stadion ist groß genug, um dünner maximierte Pokémon darin Kämpfe austragen zu lassen. Vor langer Zeit soll es ja mal ein gigantisches Stadion ganz aus Stein gegeben haben. Dies Kramor trägt sonst jedermann durch die Lüfte, aber jetzt braucht es auch mal eine Pause. Oder lässt mich nicht durch, dann haben wir jetzt keine Wahl mehr. Wir müssen hier rein. Wow, schau dich nur mal um. Überall Arena-Challenger, egal wo man hinsieht. Gegen all die müssen wir uns also durchsetzen. Komm, melden wir uns an.
Bitte mit dem ab. Bitte zwei hier, um euch anzumelden, dann zeigt mir bitte euer Empfehlungsbrief. Oh, eine Empfehlung vom Champ persönlich. Sowas sehe ich zum ersten Mal. Mein Empfehlungsbrief stammt auch vom Champ. Wie bitte? Delion hat euch beide als Handyman in der Arena-Challenge empfohlen? Du bist hier wirklich groß Talent haben. Scharf beobachtet, mein Name ist Hopp. Vor ihnen steht Delions kleiner Bruder. Ich trete in seine Fußstapfen und werde der neue Champ. Wie? Wo? Was? Wow, einen Moment bitte. In Ordnung, ich habe euch beide angemeldet. Jetzt müsstet ihr euch bitte nur noch eine Trikotnummer aussuchen. Ihr habt die freie Wahl. Drei Zeilen. 187, yeah, yeah. Nee. Immer wirklich 187. Mir fällt sonst nichts ein. Eine coole Zahl mit 3. 182. 187. Let's go. Hat sich für die 187 entschieden. Gut. Trag bitte dieses Challenger-Band, damit alle wissen, dass du ein Arena-Challenger bist. Die Öffnungszeremonie der Arena-Challenge findet morgen in diesem Stadion statt. Alle Teilnehmer dürfen kostenlos im Knospien übernachten. Das Hotel befindet sich ganz in der Nähe. Boah, der Präsident der Pokémon-Liga hat sich nicht lumpen lassen, was? Los, komm, wir checken am besten gleich im Knospien ein. Chill doch mal. Meine Empfehlung stammt vom Liga-Präsidenten höchstpersönlich. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, ich gehöre zur absoluten Elite. Also geh mir aus den Augen und verschwende nicht länger meine kostbare Zeit. Nett. Hey, hast du schon gehört, dass bei diesem Turnier auch Trainer mitmachen, die eine Empfehlung vom Champ und von Rosa? Verrückt. Öffnungszeremonie der Arena-Challenge. Meine Familie klebt dann sicher am Fernsehen. Vielleicht sollte ich noch einmal im Spiegel checken, ob meine Frisur richtig sitzt. Du hast keine. Entschuldige, aber hier haben nur diejenigen Arena-Challenger Zutritt, die sich an unserer Arena-Mission versuchen. Ich bin wegen der Eröffnungszeremonie so nervös, ich kann gar nicht aufhören zu zittern. Und meine Pokémon in ihren Bällen, die platzen geradezu vor Tatendrang. Als Arena-Challenger sollten wir einfach alles aus uns herausholen. Du machst vielleicht große Augen. Ich wette, das ist dein erster Besuch in einer Großstadt. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Nämlich auch ein Landei. Auch wenn so viele Teilnehmer sind, werden sich nur wenige bis zum Ende durchsetzen. Ja gut, dann Knospien also. Du bist Arena Challenger Solinex, habe ich recht? Zum Knospien geht es hier entlang. Wenn du mir bitte folgen würdest. Schleimer. Nur weil wir den Champ kennen. So ein Schleimer. Das ist das Knospien, Soli. Mit einem ruh dich gut aus. Du wirst all deine Kräfte brauchen. Rasierklinge unter den Armen, der Dude. Hallo. Mein Lieblingsmensch ist der Champ. Und mein Lieblingswort lautet, der, die, das Allerbeste. Die meisten Unternehmen hier in Galar befinden sich im Besitz von Liga-Präsident Rosé. Die Arena-Leiter kämpfen unabhängig von der Arena-Challenge gegeneinander, um zu ermitteln, wer der oder die Stärkste. Der Wahnsinn. Was ist jetzt von unserem Geheimversteck? Wir wollen ein Arena-Stadion daraus machen. No. Was mache ich jetzt nur? Mein Pikachu ist weg. Kann ich dir helfen? Was? Du hilfst mir dabei, meinen Pikachu zu fluchen? Danke. Mein Pikachu liebt es zu pfeifen und im Wasser zu planschen. Das versteckt sich also bestimmt irgendwo, wo es ungestört planschen kann. Aber gibt es so einen Ort in Engine City überhaupt? Hat einen etwas seltsamen Ruf. Es macht immer Pfii. Wenn du es also hörst, pfeif doch mal. Okay.
Diese Stadt ist riesig. Ein Item zum Tragen. Ein kostbarer Schal, der Attacken von normalen Typ stärkt. Mhm. Die Arena Challenge ist eine richtige Reise, auf der man die Region an der Seite seiner Pokémon erkundet. Und immer daran denken, der erste Schritt ist immer der schwerste. Alles weitere ist danach nur noch halb so wild. Ist tatsächlich so. Die Stärke eines Pokémons macht gewiss einen nicht unerheblichen Teil seines Reizes aus, doch auch die Niedlichkeit trägt zum Gesamtbild bei. Tja, ich könnte natürlich jetzt mal ins Inn spazieren. Also, mit dem habe ich jetzt schon geredet. Ich werde erstmal die anderen Gebäude versuchen abzuchecken. Ja, moin miteinander. War noch eher enttäuschend. Ich hole mich gerade von der Arbeit. Jetzt ist die Frage nur, was ich mir ansehen soll. Ein Arena-Kampf oder ein Fußballspiel? Es gibt Dinge, die Pokémon gut können und Dinge, die Menschen gut können. Wenn wir die Aufgaben aufteilen, ist alles im Nu erledigt. Heute hat mir mein Nebenjob richtig Spaß gemacht. Ich habe hart gearbeitet und wurde dafür reichlich belohnt. Ach, genauso. Pokémon müssen zwar nicht heilen, aber hier, let's go. Und damit man sie mal wieder sehen hier. Also meine Pokémon, die nicht zum Einsatz kommen heute. Ich will doch nur spielen und dieses blöde Palaver immer. Reden, reden, reden. Wir hätten Leutchen neigen ja manchmal dazu, groß reden zu schwingen. Zu einem unseren Senf dazu zu geben. Mein Rat an die Jugend lautet bloß, lebt euer Leben, wie ihr es für richtig haltet. Ja, so sind alte Menschen. Die 8 Arena-Leute der Galar-Region sind alle fürchterlich stark. Wie können die Arena-Challenger da überhaupt eine Chance haben? Den Ort verlassen dürfen wir schon mal nicht. Hinterkopf Neue gebe ich mein Bestes und folge meinen Lieblings-Arena-Leiter lauthals an. Ob er es wirklich gerne tut, hat man es nie satt. Wenn du deine Frisur veränderst, kannst du im Pokémon Center mit Rotomina deine Liga-Karte aktualisieren. Ich spiele die Hüpfkreise mit Isso und meiner kleinen Schwester. Kennst du dieses Spiel? Muss man auf einem Bein von Kreis zu Kreis hüpfen. Ja. Dann können wir mit Pokémon spielen. Yippie! Pokémon brauchen Angriffspunkte, kurz AP, um Attacken einsetzen zu können. Menschen können sich jederzeit verändern, wenn sie denn nur wollen. Selbst für einen alten Knacker wie mich ist der Zug noch nicht abgefahren. Geht schon in Ordnung, sich in der Stadt Kämpfe zu liefern, aber man muss dabei auf seine Mitmenschen Rücksicht nehmen. So richtig unnötige Dialoge, ne? Komplett unnötig. Mit vielen Jubeln bin ich ganz hungrig geworden. So ein kleiner Snack ist jetzt genau das Richtige. Ei. Was ist dir wichtig? Dass Essen lecker ist? Dass es schnell fertig wird? Dass es billig ist? Wenn alles davon wichtig ist, verlangst du aber zu viel. Ja, dann. Das ist der Service-Schalter von Marco Cosmos Railways. Cool. Die Bahn rauscht unentwegt über die Gleise. Es ist einfach, bei jeder Kleinigkeit die Nase zu rümpfen, aber es bedarf harter Arbeit, den Schienenverkehr reibungslos aufrecht zu halten. Willkommen beim Pokémon-Supermarkt. Was möchtest du? Ihr habt alle nichts, was fetzt. Einen Beleber gönne ich mir mal. Wer weiß, wann man ihn braucht. Was möchtest du trinken? Ich brauche erstmal ein Tafelwasser. Der Rosset, der Präsident der Pokémon Liga, ist in verschiedenen Bereichen aktiv, aber alles, was er tut, dient dem Wohl der Galar-Region. Natürlich. Wann möchtest du mit dem Zug fahren? Nirgendwo hin.
So, wo bin ich jetzt? Frischer Quab, Zeit, den Heimweg anzutreten. Quab, quab. An Grippeldis zu spielen macht zwar Spaß, aber viel lieber würde ich ja mit ihm fliegen. Ich kenne doch diese ganzen Pokémon nicht, Leute. Mann, diese Stadt ist zu groß. Manche Pokémon sind völlig versessen auf Kämpfe, manche mögen andere Sachen. Es gibt verschiedene Wege, mit Pokémon zusammenzuleben. Bald mit guter Erfolgsquote, den Pokéballen einen Punkt überlegen. Genau die will ich kaufen, die Superbälle. Mit Tag ein Tag aus, ja, das hatten wir schon. Aber hier durften wir noch nicht, ja. Eine Unterhaltung muss nicht unbedingt bedeutungsvoll sein. Manchmal reicht es einfach nur, die Stimme eines geliebten Menschen zu hören. Das stimmt, aber das Spiel hat komplett keine Sprachausgabe. Also höre ich keine Stimme. Die Arenaleiter in Galar werden abhängig von ihrer Stärke in zwei Klassen eingeteilt. Die Oberliga und die Unterliga. Kabu ist ein feuriger Star, der aus weit entfernten Heon-Höhenregionen zu uns gekommen ist. Nix. Willkommen im Uniformladen. Suchst du etwas Bestimmtes? Okay. Kann sich Uniformen kaufen. Na dann. Nicht da oben, nicht nach rechts. Achso, hier sind wirklich nur die Uniformen. Okay. Wir eigentlich zum Innen, es sei denn, wir finden jetzt hier irgendwo nochmal planschendes Pokémon. Ja. Dann keine Ahnung. Ab hier rein und ab dafür. Wäre Pokémon nicht mehr geil, wo es alle Pokémon gibt, die es gibt und man auch wirklich alle fangen kann? Ja, dann gäbe es keinen Sinn mehr in zwei verschiedenen Editionen, aber... Oh, hi Kids! Wie es aussieht, habt ihr die Anmeldung schon mal erfolgreich erledigt. Hey Sanja, was machst du denn hier im Hotel? Ich stelle Nachforschung über das Rätsel der Pokémon aus dem Schlummer weiter. Dachte mir, dass es vielleicht irgendwie mit der Legende der Galar-Region zusammenhängt. Wo ihr schon mal da seid, können wir uns auch gleich zusammen den Kopf zerbrechen. Diese Statue? Wer soll das sein? Das ist der Held, der Überlieferung zufolge einst die Galar-Region gerettet hat. Wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, erzähle ich euch gerne seine Geschichte. Habt ihr Interesse? Ja. Vor langer, langer Zeit erschien am Himmel von Galar ein schwarzer Wirbel. Die Leute nannten ihn die finstere Nacht. Gleichzeitig tauchten überall gigantische Pokémon auf, die die Region unsicher machten. Doch dann erschien ein tapferer Jüngling. Gewappnet mit Schwert und Schild bot er ihnen die Stirn, bis er sie bezwungen hatte.
Diese Statue stellt angeblich jenen heldenhaften Jüngling aus der Legende dar. Die Legende wirft viele Fragen auf. Was hat es zum Beispiel mit dem Schwert und dem Schild des Helden auf sich? Was steckt hinter diesem schwarzen Wirbel? Name Finstere Nacht kommt wahrscheinlich daher, der den ganzen Himmel bedeckt hat. Wow. Das wäre diese Held ungefähr so stark gewesen wie mein Bruder. Wenn du rausfinden willst, was hinter dem Schwert, dem Schild und dem Wirbel steckt, ist auf jeden Fall eine Menge Arbeit vor dir. Daniel schafft das schon. Danke. Ja, ich krieg das schon irgendwie hin. Irgendwie werde ich eine heiße Spur finden. Sagt mal, solltet ihr nicht langsam einchecken, wenn ihr hier übernachten wollt? An der Rezeption scheint viel los zu sein. Stimmt, wir müssen ja noch einchecken. Wenn uns irgendwelche Infos unterkommen, sagen wir dir sofort Bescheid, Sanja. Pass bitte gut auf Hop auf, ja? DJ macht sich nämlich immer zu Sorgen um Hop. Er kümmert sich um ihn wie ein Vater. Deswegen ist er auch nie da. Die besten Väter. Gut, Team Rocket ist am Start. Was ist denn mit diesen Typen los? So kann ich nicht einchecken. Ole, ole. Meine Kollegen von Team Yellow und ich sind extra angereist, um unsere Lieblingstrainer bei der Arena-Challenge anzufeuern. Wenn du dabei in die Quere kommst, müssen wir leider deinen Pokémon platt machen. Da sehen wir hier, wen platt macht. Du bist echt drauf an, was? Wie du willst, ich hab dich gewarnt. Team Yell besteht nur aus echten Fans und echte Fans schrecken von nicht zurück, um ihren Star zum Sieg zu helfen. Das wirst du gleich sehen. Machen wir mal fertig, wa? Zickzack, oh cool. Bestimmtes Zickzack. Stehen hier auf Statuseffekte, ne? Jetzt bringe ich einen Streit vom Zaun und dann verliere ich auch noch. Was eine Blamage. Dann verziehe ich jetzt. Hey Leute, schreit nach einer Revanche. Zeigt ihnen, dass Team Yell immer zusammenhält. Jetzt jeden einzelnen, ja. Ja klar, Kumpel, wann hat man schon mal die Gelegenheit, in einer Hotellobby zu kämpfen? Tschüss. Sorry, die Schickimicki-Atmosphäre hat mir wohl das Gehirn vernebelt. Lappen. Ich fühle mich in diesen Nobelschuppen einfach nicht wohl, sonst hätte ich nie verloren. Ungefähr ein Lärm, Solinex. Sag, du willst nur einchecken. Moment mal, hast du hier etwa die ganze Zeit gekämpft? Eine schlechte Idee, pass auf, ich steig mit ein. Das ist bestimmt ein gutes Training. Und vorher heile ich noch deine Pokémon. Danke. Vor euch steht Arena Challenger Hop, der nächste Champ der Kalar-Region. Los geht's, jetzt heißt es 2 gegen 2. Wenn wir mit euch fertig sind, jubeln wir Ole und ihr wimmert dann maximal noch Ole. Na dann, kommt mal her, ihr Lappen. Ich hau erstmal den Klappti-Fuchs weg hier. Mittika. Wegkommen. Ist auf Stuhl, oder was? Aber wie schön, Spikey. Komm her. Komm. Ja.
Na dann, bitteschön. Oh. Okay. Ja, mein Kleiner. Ja, blöde Feuerwerk, ne? Ja. Wenn ich in jeder Lage mache, mich traurig. Wenn ich traurig bin, kann ich niemanden anfeuern. Immer, dabei wollte ich mir doch eigentlich nur die Eröffnungszeremonie anschauen. Jetzt habt ihr alle einen Grund zum Jubeln und wir können nur leise wimmern. Hey, was ist denn hier los? Miss Mary? Ach, die Miss Mary. Hier, also... Verstehe, dass ihr mit den anderen Arena-Challengern auf Kriegsfuß steht. Aber müsst ihr wirklich so grob mit ihnen umgehen? Nehmt es diesem Haufen bitte nicht übel. Das sind meine Fans. Sie nennen sich Team Yell und feuern mich bei der Arena-Challenge an. Aber wie es aussieht, übertreiben sie das mit der Unterstützung ein bisschen. Los, ab mit euch. Geht nach Hause. Team Yell will um jeden Preis, dass ich gewinne. Deshalb behandeln sie andere Arena-Challenger oft etwas rabiat. Tut mir echt leid, wenn sie euch Schwierigkeiten bereitet haben. Ach, du bist also auch Arena-Challenger. Und du hast schon deinen eigenen Fanclub? Mann, da werde ich glatt neidisch. Team Yell will um jeden Preis, dass ich gewinne. Tut mir echt leid. Ich bin der Mann am Schalter, wenn du einchecken willst. Vielen Dank, dass du diese Typen von dem hier vertrieben hast. Jetzt komme ich endlich an die Rezeption und kann einchecken. Hi. Guten Abend und herzlich willkommen im Knospi Inn. Du bist ein Arena-Challenger, nicht wahr? Yep. Ah, du bist Holy Nix, richtig? Die Liga hat bereits ein Zimmer für dich reserviert. Ich möchte mich auch noch aufrichtig für deine Hilfe von vorhin bedanken. Das war eine äußerst unangenehme Situation. Ich wünsche dir eine geruhsame Nacht und einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hotel. Danke. Am nächsten Morgen. Guten Morgen! Ab heute wird es endlich ernst. Dieser Tag wird ein wichtiges Kapitel in der Legende von Hopp. Komm, Solly Nix, machen wir ein Wettrennen bis zum Engine-Stadio. Hopp. Interessant. Die Eröffnungszeremonie beginnt bald. Arena-Challenger, soll ich dich zum Arena-Stadion führen? Nein. Ich bin selbst im Stadion, selbstverständlich, sehr vorbildlich. Ich möchte nochmal mit ihr reden. Bald fängt die Arena-Challenge an, wird auch langsam Zeit. Aber ich muss dich leider enttäuschen, den Sieg werde nämlich ich nach Hause tragen. Let's go. Sofort mit den Kämpfen loslegen, damit ich endlich auch ein paar Fans bekomme. Ja, komm hier, let's go. Genau, der bin ich. Musst du eine Uniform tragen. Ja, ist quasi schön. Also vor, dass du dich jetzt umziehst. Einfach 7. Danke, danke. Ja. Es ist kein Story-Spiel. Ich glaube, wir müssen das jetzt nicht so hart verfolgen vom Text. Meine Damen und Herren, ich bin Rosse, der Präsident der Pokémon-Liga. Vielen Dank, dass Sie alle heute hier sind. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Es ist mir eine Freude, das größte Spektakel der Galar-Region zu eröffnen. Die Arena-Challenge. Jawohl, die Arena-Challenge. Ihre Teilnehmer müssen sich gegen 8 Arena-Leiter behaupten.
Nur wer sie besiegt und alle 8 Arena-Ohren ergattert, darf am Champ Cup teilnehmen. Man hat somit die Ehre, sich dem allerbesten Pokémon-Trainer entgegenzustellen, dem Champ. Jetzt bitte ich um einen tosenden Applaus für unsere Arena-Leiter. Ich muss ja gestehen, Sprachausgabe hätte dem Spiel nicht wehgetan. Da kann Nintendo langsam mal ein bisschen nachziehen. Jaro, der fulminante Farmer und Experte im Umgang mit Pflanzen-Pokémon. Kate, die Sturmwelle und Meisterin der Wasser-Pokémon. Der unauslöschliche Feuer-Veteran Kabu. Zayda, das Wunderkind des Galakarate. Niemand kennt den Typ Kampf so gut wie sie. Papella, Meisterin fantastischen Theaters und fantastischen Feen-Pokémon. Der Gestein-Experte und Felsenbrecher Mac. Und der stärkste aller Arena-Leiter, Roy, der Drachensturm. Und die sind sie, der erste Scheiß von Gala. Unsere Arena-Leiter. Fast nicht, vor ein paar Minuten standen wir mitten auf dem Kampfplatz eines echten Arena-Stadions. Ich zittere immer noch vor lauter Aufregung, dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Na ihr beiden, endlich ist es soweit, was? Die an, wenn das mal nicht die beiden Schützlinge des Champs sind, darf ich mich vorstellen, Rosé ist mein Name. Schön eure Bekanntschaft zu machen. Aber Moment, was sehen meine Augen da? Ihr habt ja schon einige Dynamax-Bänder. Dann hat euch bestimmt ein Wunschstern heute hierher geführt. Die Technologie, die in euren Dynamax-Bändern steckt, wird übrigens von meiner überragenden Firma entwickelt. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr erwartet uns eine besonders spannende Arena-Challenge. Sehr schön, die Bewohner der Galar-Region werden übersprudeln vor Begeisterung. Die Arena-Challenge ist eine tolle Gelegenheit, um das Dynamax-Phänomen zur Schau zu stellen. Jetzt muss ich mich aber entschuldigen, ich habe nämlich noch einen dringenden Termin. Macht's gut. Ciao, Rosé. Präsident Rosé scheint ja wirklich besser Laune zu sein. Mal zurück zu euch, hört gut zu, ihr zwei. Ihr habt erst vor kurzem damit begonnen, Pokémon zu trainieren. Das Wichtigste für euch ist jetzt erstmal, dass ihr fleißig Erfahrungen sammelt. Checkt euch Ziele. Nicht nur für eure Pokémon, sondern auch für euch selbst. Lasst uns gleich angehen, Solinix. Die Arena-Leiter von Galar müssen in einer bestimmten Reihenfolge herausgefordert werden. Der erste von ihnen erwartet uns in Turfield. Da kommt man über Route 3 hin. Kann ich endlich weg, ja? Arena-Challenge. Bei der Arena-Challenge geht es darum, die 8 Arenen-Stadien von Galar nacheinander aufzusuchen und sich ihrer jeweiligen Arena-Ohren zu erkämpfen. Um ein Arena-Ohren zu erhalten, muss die zugehörige Arena-Mission bestehen und im Anschluss die Arena-Leiter im Kampf sitzen. Oh ja, komm, lass mich gehen, bitte. Ich will nicht mehr reden. Also müssen links raus aus der Stadt. Ja, bitte, einfach nur weg. Und der nächste Liga-Präsident Rosé hat mich gebeten, dir dieses Geschenk zu überreichen. Ach ja, ein wundervolles Geschenk von unserem wundervollen Liga-Präsidenten. Seufzt. Oh, Verzeihung, hier hast du dein Geschenk. Ein Dauerpass für die Flugtaxi. Wie der Name schon sagt, kannst du mit den Flugtaxis fliegen. Und zwar an jeden beliebigen Ort, den du zuvor schon mal besucht hast. Reicht jetzt schon? Und wenn du die Dienste des Flugtaxis nutzt, wirst du von einem Ramo-Schnutzschrank an dein Ziel gebracht. Öffne über das Spielmenü die Karte und wähle, wo die Reise hingehen soll. Wow. Ich zitiere aus der Anleitung des Flugtaxis. Bitte öffnen Sie das X-Menü und wählen Sie die Karte. Danach müssen Sie nur noch Ihr Ziel aussuchen. Ein Flug. Aber das Flugtaxi bringt dich, wie gesagt, nur an Orte, die du zuvor schon mal besucht hast. Wenn du das nächste nach Turfield willst, musst du eins erstmal zum Bus-Sort hin. Tschüss. Danke, danke. Danke. Danke, ja, danke, danke. Danke, danke.
Ufer lang gelaufen? Nicht wirklich, ne? Wäre es nicht toll, wenn auch wir Menschen Pokémon-Attacken einsetzen können? Ich denke schon, dass es zum Beispiel einen Hyperstrahl zum Besten geben könnte. Wow. Vielleicht kann auch ein paar Egelsamen. Ich spüre in dir ein großes Potenzial als Trainer, aber es ist noch etwas zu früh. Schon wieder, wenn du Champ geworden bist, okay? M2, Zalter. Die wird mit Münze beworfen, das Geld wird nach dem Kampf aufgesammelt. Angeln. Wenn du den Schatten eines Pokémon im Wasser entdeckst, wende dich ihm zu und drücke den A-Knopf, um die Angelrute auszuwerfen. Drücke erneut den A-Knopf, sobald deine Angelrute wackelt, um das Pokémon aus dem Wasser zu holen. Okay. Nicht du. So, weg mit dem. Das bedeuten also die Blubbel. Man kämpfe. Kapsel X Genauigkeit. Hebt die Genauigkeit deines Pokémon. Kommt stark an. Mhm. Entschuldigung. Wo bist du ja? Du, ich hab die Idee. Wie wär's mit deinem Trainingskampf? Du gegen mich? Okay. Er vertraut doch auf seinen Woli, ne? Schauen wir doch mal, wie gut unsere Chancen stehen bei der Arena Challenge. Hallo Spikey. Oh, du brennst, Kumpel. Mikro nochmal. Ich hätte eine Klemme nix, also ein Sieg mit dem Rücken zur Wand zählt. Dafür gleich noch. Der komische Vogel. Let's
Da ist wohl noch Luft nach oben. Naja, ein gutes Training war es allemal. Nicht schlecht, Rivale. Du hast ordentlich was drauf. Das muss ich dir lassen. Weißt du, meine Liga-Karte, Zeichen meines Respekts. Danke. Engine City war nur die erste Etappe unserer Arena-Challenge. Wir haben noch viel vor uns. Es ist ein weiter Weg bis zu der Stadt, wo der Arena-Leiter auf uns wartet. Aber eins weiß ich jetzt schon, ich werde das durchziehen, knallhart, damit ich irgendwann den Champ zum Kampf herausfordern kann. Und dann schnappe ich mir den Titel. Ja, du hast richtig gehört. Der nächste Champ werde ich sein. Hopp aus Frillingham. Mach mal. Oh, Freiheit. So, und an dieser Stelle machen wir weiter in der nächsten Folge von Pokémon Schwert. Ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr euch auch. Bis dahin. Tschüss.